Moin, was geht ab? Ich bin Dodi von Der Ausleger und in diesem Video will ich dir gerne zeigen, wie du deine Bremse richtig einstellst. Wir haben jetzt als Basis eine einfache Multirolle. Ich persönlich stehe total auf Schiebebremse. Warum? Weil die Schiebebremse mit einer Hand einfach viel besser bedienbar ist. Und ich will dir einfach zeigen, wie ich persönlich die einstelle. Gehen wir einfach mal davon aus, dass wenn die Route jetzt abgespannt ist, wir die Bremse einstellen möchten. Dann kann ich dir nur den Tipp geben, dass du bis zur Full-Strike-Position die Bremseinstellung drin hast, die deinen Tackle möglichst gut schont. Sprich, einerseits muss der Routenhalter natürlich halten beim Abzug, andererseits soll die Route natürlich halten und auch die Schnur. Wie machen wir das? Wir stellen sie am besten so ein, dass der Fisch unter ganz viel Druck dann doch noch ein bisschen Schnur abziehen kann. Und ja, also wenn man es so zeigen möchte, macht es am besten einfach, indem man die Kraft misst mit beiden Händen. Also wenn ihr das gerade noch so schafft, die Schnur abzuziehen, dann ist es in meinen Augen perfekt eingestellt. Das ist dann eine Bremskraft zwischen 6 und 8 Kilo ungefähr. Ja, ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, eine Full-Strike-Position einzulegen und die nehme ich erst dann, wenn ich dem Fisch gar keine Schnur geben möchte. Sprich vor Hindernisangelei oder irgendwie, wenn ich über die Buhnen angel oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann gehe ich erst in die Full-Strike-Position und habe dann volle Bremskraft. Und in dieser Bremsposition sollte es fast nicht möglich sein, Schnur abzuspulen mit beiden Händen, und das kann ich euch auch mal zeigen. Es ist also wirklich sehr schwer, wenn ich ruckartig rangehe, funktioniert es. Das ist dann für mich die perfekte Position, A, entweder wenn ich drille und dem Fisch keine Möglichkeit geben will, irgendwie ins Hindernis reinzuschwimmen, oder wenn ich halt abspanne, direkt vor Hindernissen zum Beispiel. Ansonsten achte ich immer darauf, dass wenn ich jetzt im Freilauf bin, ich lege natürlich mit den Multirouten auch aus, dass der Freilauf ein bisschen gebremst ist. Und das kann man, wie gesagt, auch mit dieser Schraube hier einstellen. Man sieht, ein bisschen ist die Freilaufposition gebremst, und wenn ich dann noch mehr abbremsen möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Distanz angel und ich möchte, dass die Schnur wieder runterfällt in die Strömung, dann gehe ich halt ein bisschen stärker rein mit ein, zwei Klicks. Ne? Alles möglich. Ansonsten zum Abspann wieder in die Strike-Position bzw. vor die Strike-Position. Route abspannen, wie ihr es möchtet, und das war's. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein, dein Dodi.